Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Warframe. Ich habe jetzt die letzte Phase nochmal gespielt. Im Endeffekt war es, die Daten auf 100% bringen, dann zurück zur Basis und dann hat man ein Upgrade bekommen für seine Arcwing-Waffen, damit man daraus eine Heavy-Waffe machen kann. Und jetzt gibt es Phase 4, der Kampf gegen Orb, gegen Provotage. Ja, Provotage. Und mal gucken, wie lange es dauern wird. Ich habe sicherheitshalber natürlich ein Innenhaus wieder eingepackt, weil er einfach bei mir am meisten aushält und dann nicht so schnell ins Gras beißt. Da bin ich mal gespannt, was das Ding aushält. Lädt und lädt. So, defeat the Prophet Taker. Zack, 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 zack. Ah, die sind sogar schon dabei. Warten wir arbeiten ein bisschen. Da ich nicht nein zu. Ah, der hat gerade noch 0 Schaden, okay. Katze bleibt liegen. Oh, der nimmt, jetzt nehmen wir gerade Schaden, aber. So, das blaue Schild ist der. Arcwing-Waffe, das nehme ich natürlich gerne. Oh, meine schöne Imperator Vendal. Dann nimmt gleich mal so viel Schaden an normalen Gegnern. Hey, was jetzt? Bei der Druckfalle, nee, null Schaden. Pylons. Okay, ich mach's einfach mal kaputt. Da hinten ist noch eine. Macht der andere, okay. Oh. Oh ja, jetzt kriegt sie Schaden. Ich hatte wieder ein komisches Schild. Weg mit dem Ding, Alter. Kann ich überhaupt die equippen? Jo. Muss nur verstehen, wie das funktioniert mit dieser blauen Schildphase, dass man da nur manchmal Schaden macht. Oder wie man dann erkennt, wann man Schaden machen kann. Das hat jetzt blau geleuchtet, hat aber nichts mit dem Schild zu tun. Jetzt macht die einen Discharge. Ist jetzt ein Schild angreifbar? Ja, okay. Anscheinend muss dann immer so ein Discharge machen erst. Keine Ahnung. Zumindest Vermutung. Oh, nur noch so ein bisschen blaues Schild. Ernsthaft. So. Ja, ja, Arkan. Oh, das hat einen Cooldown. Okay. Ich kann doch bestimmt auch mit der normalen Waffe draufballern, oder? Macht zumindest 0 Damage. Yay!
Ja, dann kann ich jetzt gerade nicht helfen, tatsächlich. Außer ein bisschen Ads klimmern. Ich habe halt leider keine Munition oder meine Ak gar nicht bereit. Oh. Jetzt geht's trotzdem, obwohl da gerade noch Cooldown von 8 Minuten steht. Das ist echt komisch. Irgendwas stimmt da nicht. So, noch einmal, dann ist sie down. Wieder diese blaue Schildphase. Ne, Pylons. Oh ja, die sollten wir vielleicht mal schnell wegmachen. Das Ding ist unbesiegbar, oder was? Wollen wir mich verarschen? Nee. Ding geht nicht kaputt. Wollen wir mich verarschen? Ja, er kann einfach kaputt machen, ist klar. Backframe. Juhu. Oh, das ist gar ein Time Limit links. Ouch. Ah, der hat keine Revives mehr. Und in der Stage kann jetzt einmal ein Join wieder geil. Das ist echt geil. Ich würde trotzdem gerne das Schild kaputt machen können jetzt. Aber die kriegt ja keinen blauen Schildschaden. Wie kriegt man? Jetzt kann man das Schild wieder angreifen. Gut. Das ist wieder nett. Vielleicht tun wir mal lieber aufheben, bevor ich alleine kämpfen muss. Weil er auch keine Revives mehr hat. So, blaues Schild wieder angreifen. Ah, noch 2,5 Minuten, Junge. Komm, ich mach dein blaues Schild wieder angreifbar. Junge. Mach das Schild doch auf, Junge. Ich krieg grad zumindest irgendwie blauen
Schaden. Wahrscheinlich kann der andere gerade Schaden austeilen. Warum auch immer. So. Komm her, ich heb dich auf alle. Komm schon. Wir müssen halt die Beine jetzt zerstören. Auf die Schnelle. So, ein Bein ist, kaputt. Komm schon. Rennen gegen die Zeit, Junge. Ich habe keine schwere Munition mehr. Ist es down? Und wir kriegen einen silbernen Motor für ihr, klar. Macht das ein fettes Bumm? Warte, warte. Wir können jetzt da rein? Es wird explode. Was? Alter. Atombombe. Oh, ich will einen Blick drauf haben. Lass mich mal wegfliegen einfach. Oder auch so. Juhu. Das war eine geile Explosion. Alter, what the fuck? Ja, Mann, jetzt erstmal einen trinken, Junge. So, in welche Richtung ist denn von Tuna? Die. Ja, da hinten raucht es doch schon, ne? Ja. Ja, der Kampf war sehr eintönig, sag ich mal. Wenn du gute Waffen hast und einen Frame, der gut überleben kannst, ist es kein Problem eigentlich, der Kampf. Ein Chrismatoroid. Achso, das kann man jetzt einfach unendlich annehmen. Okay. Natürlich lustig. Und wie viel ist das Ding jetzt wert? Ja, ich darf nicht in meinem Warframe sein, wenn ich mit dir spreche, ich weiß schon.
6000 ist es wert. Ja, eintauschen. Standing. Next title. 10 Megatoroids und 15 Gyromaxes. Deswegen kann man diese Missionen und bauen die so oft machen, wie man möchte, weil man da jetzt noch das Zeug rausbraucht. Megatoroids und Gyromax Systems. Interesting. Was gibt da? Vegatoid und Gyromax Systems? Ja, ja. The Prophet Tiger. System 3. Also das Problem ist, man kriegt doch hier nur einen Reward immer davon raus, ne? Oder ist es... Ich schätze mal. Ist es jetzt, wo es quasi fertig ist, auch nur mehr Teile gebaut? Weil sonst muss ich quasi immer da raus und rein. Also ich verstehe es richtig, man muss jetzt die ersten Bounties wiederholen. Dafür, dass man die Dinger bekommt, aber man macht dann immer... Hä? Das gibt doch irgendwie vorne und hinten keinen Sinn, oder? Ich habe jetzt einmal alle Bounties durchgemacht, damit ich gegen Prophet Taker kämpfen konnte. Und jetzt kann ich wieder die Bounties wiederholen, um mir den Loot, den ich brauche, für das Level abzuholen. Problem ist, ich kriege dann auch immer eine Cutscene. Ich glaube, da muss noch was gepatcht werden. Ja, das kenne ich halt eigentlich schon jetzt, gerade was ich dachte. Aber gibt's... Nee, draußen gibt's keine neuen Bounties, oder? Bei dem normalen... Spielt sich doch jetzt alles in das Hinterzimmer dauernd ab noch. Das Schlimmste ist, wenn das Ganze nicht mal überspringen kann. Ja, ja, ist mir egal gerade. Channel switched. Nimm die Zeit für die Handoff. Gear up. Hit the field. Once your top side will provide directions to your meeting with the Quill. Oh, jetzt. Ja. Ich kann hier mit dir reden. Ja. Da haben wir jetzt rausgekriegt, quasi so ein One-Taker-Quest. Da läuft was gewaltig falsch. Ah nee, immerhin musst du jetzt nicht mehr fischen, sondern kannst jetzt Gegner sowas töten. Aber ein Problem bleibt halt immer noch, dass man dann diese Cutscene dauernd angucken muss. Das ist natürlich, man kann die Phasen an ein Stück hier dann durcharbeiten. Ja. Und der Höhleneingang. Ja und den. Oder nee. Doch da.
Ne, doch, Feinde Quill. Ah, das ist ja jetzt im Endeffekt Wiederholung der Quest. Also es lohnt sich. Es lohnt sich aber gar nicht gerade die ganze Zeit zu farmen, wirklich. Oh. Naja. Ich mache hier auf jeden Fall mal Schluss und hoffentlich. Obwohl, nee, ich mach mal nicht Schluss. Ich guck noch in Obede, ja. Auf dem Schiff nach, wie viel der Baruch in Platin kostet. Weil theoretisch hätte ich einen Akihabara Prime Riffen, Akihabara Riffen und Akihabara Prime kommt ja heute raus am Tag. Am selben Tag noch mit Mesa Prime. Jo. Ja, wobei das ist die unnötige, das mit Waffe und sowas brauche ich ja nicht. Eigentlich nicht. 3,25. Was hat das für Stats? Ritual von 10% Status. Oh. Okay. Ah, das ist neues in Denner, Alter. Das sieht ja. Es hat was, dass das so abgehoben wird, ist und alles. Not bad. Peitsche, was hat die für Stats? Ja, Status halt. Elektro eingebauter Damage. Der Revolver oder Pistole? Eine Pistole ist es. Shotgun, okay. Gut. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. See ya.